Borbis, ein kleines Städtchen in der Mitte Deutschlands, das mit knapp 5000 Einwohnern seit 1255 das Stadtrecht besitzt und seit 2004 in der Eichsfeldstadt Leinefelde-Worbis aufgegangen ist. Borbis hat kein Theater, kein Casino und das Kino ist geschlossen. Aber es hat Bären, engagierte Bürger und einen der größten Sportvereine Thüringens, von dem Mitglieder behaupten, ihre Mitgliedschaft sei nicht nur ein Sport, es sei ein Lebensgefühl. Den SV Einheit 1875 Worbis. Wer wird Doppelsieger? Der Hindernisgewinner Philipp Reinhardt oder der 5000 Meter Sieger Sebastian Endel? Das sind die beiden vorne. Und das Doppelgold geht nach Thüringen. Philipp Reinhardt, SV Einheit Worbis. Im Ziel vor Sebastian Händel. Zu verdanken ist das einem weitblickenden Bürgermeister, der 1861 interessierte Bürger zu einem Gespräch über die Gründung eines Turnvereins einlud. Obwohl das Interesse vorhanden war, braucht es 14 Jahre und eine Artikelserie im Worbiser Kreisblatt, bis am 12. Mai 1875 der Männerturnverein, kurz MTV, gegründet wurde. Der erste Vorsitzende, Kaufmann Eduard Hebestreit, konnte nach kurzer Zeit 70 Mitglieder zählen. Am 17. März 1877 zeigte sich, dass der Verein für die Stadt mehr war als nur das Amüsement einiger Männer. Es wurde die Freiwillige Turnerfeuerwehr gegründet, mit anfangs 35 Kameraden, ausgerüstet mit einer Abrotzspritze der Firma Sorge aus Wieselbach. Bestand sie am 21. Januar 1880 beim Brand an Weinrichs Stallung und Scheune am Obertor ihre erste Bewährungsprobe und verhinderte größeren Schaden für die Stadt. Zum 50-jährigen Bestehen konnte man sich in der Festschrift über alle Einsätze informieren. Zu diesem Anlass wurde am 21.05.1927 die erste Kreismotorspritze an die Wehr übergeben. Es war ein Mannschaftswagen vom Fabrikat International Harvest Truck mit einer Spritze von der Firma Köbe aus Luckenwalde. 20. Oktober 1878. Von einer größeren Zahl hiesiger Frauen und Jungfrauen erhielt der Turnverein eine wertvolle, geschmackvoll verzierte Vereinsfahne geschenkt. Nach einem festlichen Turneraufzug übergaben einige weiß gekleidete Jungfrauen die Fahne dem Vorstand mit der ersten Strophe folgendem Gedichts. Frisch treten wir mit feuerroten Wangen zu euch mit unserer Liebesgabe hin. O, wollet sie mit dem Gefühl empfangen, mit dem sie schenket deutscher Mädchen Sinn. Frisch wie der Fisch in kühler Flut sich reget, sei heut von uns die Fahne euch in die Hand geleget. Nach vollendeter Fahnenweihe fand im Engelmannschen Hotel Unterhaltungsmusik und mit anbrechendem Abend einen tollen Ball statt, der dem freundlichen Festakt einen recht gemütlichen Abschluss gab. Das Engelmannscher Hotel zur Stadt Bremen in der Langen Straße, gleich neben Kurmanns Eiscafé, später als Berufs-, dann Grundschule genutzt, war am Anfang das Vereinslokal des MTV. Hier wurde, wie im Worbiser Kreisblatt zu lesen war, geturnt und gefeiert. Worbis. Am vergangenen Sonntag feierte der hiesige Turnverein sein 5. Stiftungsfest. Durch Regenwetter an der Durchführung des Festprogramms gehindert, begann nachmittags, nachdem vorerst der Festzug in Gemeinschaft der trotz des zweifelhaften Wetters sehr zahlreich erschienenen Mühlhäuser Turngäste sich durch die Straßen der Stadt unter Musikbegleitung bewegt hatte, im Vereinslokal das Turnen an Pferd, Barren und Reck. Die Leistungen der hiesigen wie der Mühlhäuser Turner beim Schauturnen übertrafen in jeder Beziehung unsere Erwartung, wenngleich die Schulung der hiesigen Turnkräfte weniger eine gleichmäßige ist, so wurde doch viel Mustergiltiges geleistet und seitens der Zuschauer die wohlverdiente Anerkennung gezollt. Es zeigte sich von Neuem, dass das hier und da noch bestehende Vorurteil gegen das Turnvereinswesen gründlich widerlegt und der Verein in gutem Geiste streng gegen sich selbst arbeitet. Nach Beendigung des Turnens
ungefähr um 7 Uhr abends vereinigte die Mühlhäuser Gäste und Vereinsmitglieder ein gemeinschaftliches Essen, bei welchem mehrere Toaste auf die Turngemeinde Mühlhausen, die Turnerei und einzelne Personen ausgebracht wurden. Hieran schloss sich ein Ball, der in heiterster Stimmung die Teilnehmer bis zum frühen Morgen vereinigte. Immer wenn es galt, Geld für gemeinnützige Zwecke zu beschaffen, trat die Theatergruppe auf den Plan. Die Erlöse gingen zum Beispiel an die Notleidenden in Oberschlesien, zum Besten der städtischen Armenkasse, an die Überschwemmten am Rhein und natürlich an das hiesige Krankenhaus. Von besonderem Interesse waren die Veranstaltungen zum Besten des Baufonds für die geplante Turnhalle. Ab November 1880 führte Sparkassendirektor Gustav Kandler 18 Jahre den Verein. Er wurde von Emil Kellner und 1911 vom Uhrmachermeister Christoph Bayer abgelöst. 1886 eröffnete der Felsenkeller eine Kegelbahn und gab den Startschuss für den Kegelsport. Der Verein beteiligte sich immer an städtischen Initiativen. So am Bau der Worbisser Badeanstalt, wo man ab 1896 für 10 Pfennig sich ausgiebig reinigen konnte. 2000 Mark wurden 1905 für den Bau des Volksbades gespendet und damit der Grundstein für den Schwimmsport in Worbis gelegt. 1925 eröffnete das 18.800 Mark teure Freibad. In der Folge wurde das sportliche Angebot stetig erweitert. 1903 kam es zur Gründung des Kraftsportvereins Borussia mit den Sparten Ringen, Gewichtheben, Kraft- und Kunstpyramiden. Am 18. April 1910 begann der Kegelclub Komet. 1911 wurden Fuß- und Faustbälle, Schlag- und Schleuderbälle gekauft. Unter der Leitung von Karl Weise wurde die Abteilung Fußball gegründet, die dann in den Verein für Ballspiele, abgekürzt VfB, ausgegliedert wurde. Ab 2. September 1911 spielte man Tennis. 1920 fand der erste Geländelauf statt. Ab dem 7. Januar 1923 gab es eine Damenabteilung des MTV. Aus dieser Abteilung entwickelte sich auch der heute so beliebte Handball. Trotz vieler organisatorischer Ein- und Ausgliederungen ist und bleibt der heute über 1000 Mitglieder zählende Verein unter Leitung von Wolfgang Schuck auch im zweiten Jahrhundert seines Bestehens das Herz und der Motor der Vereinsarbeit der Stadt Worbis. Möge die Erfolgsgeschichte andauern.